Guten Abend. Mein heutiger Vortrag trägt den Titel Das weltumfassende Gehirn. Wir erleben heute in unserer Welt wichtige Veränderungen und darauf möchte ich heute Abend den Blick richten. Anfangen möchte ich mit diesem Bild. Das Bild der Erde aus der Perspektive des Weltraums. Es ist ein sehr starkes Bild. Für manche Leute hat es magische Kraft. Es ist ein Bild, das Gefühle des Ganzseins, der Einheit, des Verbundenseins heraufbeschwört. Es ist auch ein Bild, das auf die ersten Astronauten im Weltraum einen tiefen Eindruck machte, als sie das erste Mal rückwärts schauten und die Erde sahen. Edgar Mitchell, der sechste Mensch, der seinen Fuß auf den Mond setzte, beschreibt seine Erfahrung als unmittelbares Weltbewusstsein. Er sagte, dort oben hört man auf, Bürger Amerikas oder Russland zu sein. All diese Grenzen sind plötzlich verschwunden, man ist Bürger der Erde. Die meisten Astronauten sind von dieser Erfahrung verändert zurückgekommen. Und das ist wirklich interessant. Sie fanden den Anblick der Erde wirklich schön und voller Zauber. Aber es wurde ihnen auch zunehmend deutlich, dass, wie sie sagten, dort unten nicht alles zum Besten stand. Als sie zurückkamen, wollten sie helfen, auf die eine oder andere Art. Die Astronauten sind nicht die einzigen, die so tief berührt sind. Auf viele von uns machte der erste Anblick dieser Bilder einen tiefen Eindruck. Denken Sie doch einmal zurück an den Moment, in dem Sie zum ersten Mal Bilder wie diese gesehen haben und versuchen Sie, sich an die Gefühle zu erinnern, die in Ihnen aufkamen. Ich bin davon überzeugt, dass Bilder wie diese in mancher Hinsicht das spirituelle Symbol unserer heutigen Zeit sind. Das klingt sicher merkwürdig, denn spirituelle Symbole sind meist ganz einfach. So einfach, dass man sie mit einem Stock in den Sand zeichnen könnte. Bei der heutigen Technologie jedoch sind derartig komplexe spirituelle Symbole möglich. Das Wesen des spirituellen Symbols ist sicher Ganzheit, Einheit. Und genau diese Ganzheit gibt das Bild der Erde wieder. Es symbolisiert die ganze ökologische Bewegung, die Sorge um die Rohstoffe der Erde, die Sorge um die dritte Welt, die Frage des Friedens. All dies sind Dinge, die die ganze Menschheit angehen. Noch etwas anderes begriffen die Astronauten, als sie zur Erde zurückschauten. Die Erde sah aus, als sei sie ein einziger, lebender Organismus. Das klingt sicher seltsam, denn wir sehen die Erde normalerweise nur vom Nahen. Selbst wenn man da oben in einem Flugzeug sitzt, 7, 8 Kilometer hoch, man sieht doch nur ein winziges Stückchen von der Erde und mir kommt es so vor, als seien wir bisher wie Flöhe gewesen, die auf einem Elefanten leben. Stellen wir uns diese Flöhe auf dem Elefanten einmal vor. Als recht wissenschaftliche Flöhe haben sie die Haut studiert, gemessen, wie tief sie ist, Schweißperlen und Haare gefunden und den Elefanten insgesamt kartografiert. Und dann macht eines Tages so ein Floh diesen gewaltigen Sprung, 20 Meter in die Höhe, guckt sich dieses Ding an, das sich Elefant nennt, und sagt plötzlich, könnte es denn sein, dass ein Elefant eigentlich ein ganz selbstständiger, lebender Organismus ist? So etwa denke ich mir die Veränderung, die mit uns vorgegangen ist. Wir haben diesen Riesensprung gemacht, 70 Kilometer hoch, 150 Kilometer hoch, bis wir schließlich die ganze Erde sehen konnten. Und schon stellt sich die Frage, könnte der Planet ein einziger lebender Organismus sein? Das Ganze ist nicht nur so eine Vision, die den Astronauten halt kam. Viele Wissenschaftler fangen an, den Gedanken ernst zu nehmen. Leute wie Jim Lovelock in England haben sich einige der langfristigen Wandlungen angeschaut, die sich mit der Erde vollzogen haben. Eines der zuerst untersuchten Phänomene war die Temperatur. Wenn man sich die Erdtemperatur in ihrer ganzen Entwicklung anschaut, zeigt sich, dass sie anfangs ziemlich hoch war, während der ersten 500 Millionen Jahre etwa schnell abkühlte und schließlich, als sie den entscheidenden Bereich zwischen diesen beiden gepunkteten Linien erreicht hatte, scheint sie beständig geblieben zu sein. Das wieder ist seltsam,
weil sie theoretisch eigentlich hätte ansteigen sollen, dieser roten Linie folgend, oder noch etwas fallen sollen, der blauen Linie folgend, und dann erst wieder hätte steigen sollen. Es geschah jedoch nichts dergleichen, die Temperatur blieb konstant. Es scheint so gewesen zu sein, dass alle lebenden Systeme gemeinsam die genau richtige Menge der richtigen Gase abgegeben haben, um den Änderungen, die vom Ausstoß der Sonne herrühren, entgegenzuwirken, sodass im Ergebnis die Temperatur konstant blieb. Das klingt zwar ziemlich merkwürdig, ist jedoch nicht merkwürdiger als die Tatsache, dass unsere eigenen Körper schwitzen, wenn uns heiß ist, und zittern, wenn uns kalt ist, und damit genau dasselbe machen, nämlich die günstigsten Bedingungen für unser Weiterleben aufrechterhalten. Ein weiteres Beispiel, das untersucht wurde, ist der Salzgehalt des Meeres. Salz wird bekanntlich ständig aus dem Land ins Meer hineingewaschen, und zwar so viel, dass etwa alle 80 Millionen Jahre die gegenwärtige Konzentration erreicht wäre. Bei der langen Geschichte der Erde bedeutet dies, dass die gegenwärtige Konzentration bereits etliche Male hätte erreicht werden müssen. Wieder geschah nichts dergleichen. Der Salzgehalt hat sich stabilisiert, und das ist nur erklärbar, wenn die Meeresorganismen irgendwie genau die richtige Menge Salz absorbieren und so den Salzgehalt konstant halten. Etwa 24 derartige Beispiele gibt es, und sie zeigen, dass sich die Erde verhält wie ein riesiges, sich selbst regulierendes System. Für die Wissenschaftler ist dies die Gaia-Hypothese, benannt nach dieser Dame, der griechischen Erdgöttin Gaia. Wenn wir uns das Bild genauer anschauen, dann können wir uns vorstellen, dass die Herzschläge der Erde Tag und Nacht sind. Die Jahreszeiten ihr Atem. Die tropischen Regenwälder sind wie Lebern. Die Atmosphäre, die Ozeane entsprechen den Kreislaufsystemen. Wenn also die Erde ein lebendes System ist, ein selbstständiges lebendes System, dann stellt sich die Frage, was machen wir hier? Was macht die Menschheit hier? Um diese Frage betrachten zu können, möchte ich zurückgehen und einen Blick auf die ganze Evolution werfen. Nach der heute gültigen Theorie begann das Universum mit einer Art großen Knall. Reine Energie, Licht, am Anfang war Licht. Darin sind sich die Wissenschaftler einig und ich stimme dem zu. Diese reine Energie verdichtete sich sehr schnell zu ersten elementaren Teilchen, zum Beispiel Elektronen, Protonen. Und mit der Zeit begannen diese sehr einfachen Teilchen, die ersten einfachen Atome zu bilden, Wasserstoff, Helium, die sich dann in Millionen, Billionen von Jahren zu verbinden begannen und immer komplexere Atome formten. Noch komplexere Atome, bis unsere ganze Chemie entstanden war. Im nächsten Schritt verbannen